Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel, was noch in meiner Liste ist, was zum Testen ist. Yuki macht Tiski Stress. Alles klar, Dankeschön. Sehr freundlich. Danke, dass du das machst, Yuki. Alter! Ich sehe das Spiel nicht mal. Woher kenne ich das? Woher kenne ich Obsidian? Oh, welche Spiele haben die denn noch gemacht? Ah! Oh. Schlimm. Wie leise muss das denn sein? Ich will Blut haben. Der Modus große Köpfe verleiht den Charakter Köpfe, die im Vergleich zu ihren Körpern lachhaft groß sind. Danke, Josh. Okay. Dann Star Wars Knights of Ultra Black. Ja, okay, das kenne ich nicht, aber ne. Ja, wie. Ne, okay. Ja, ist egal dann. Neverwinter Night. Okay, das habe ich auch nie gespielt. Cash schreibt, Yuki beruhigen Popcorn in die Hand drück. Yuki, control your crap. Also, ich ist jetzt dreimal Yuki in einem Satz, in einer Nachricht. Automatisch pause. Was? Och, na, oh Gott. Okay. Charakter sterben endgültig. Ja. Das wird schon schief gehen. Also jetzt allein schon, wenn ich die Sachen sehe, dann denke ich mir so, wahrscheinlich wird das kein Spiel für mich sein. Ich will alle in meiner Nähe. Ja, kann ja gut sein, dass du es mega findest, Yuki, aber wie gesagt, ich kenn's nicht. Speichern bitte, ja. Na dann. Ist nur ein Speicherplatz erlaubt. Wenn eine Gruppe besiegt, das Ende des Spiels, dann speichern wir gleich und muss von vorne beginnen. Nee, danke. Schwierigkeit einfach erfordert nur minimales Micromanagement und verzeiht sehr viele Fehler im Kampf. Feinde werden mit einem Malus auf die meisten Werte belegt. Die Kampf-KI von Gefährten ist standardmäßig aktiviert. Gruppenmitglieder erleiden keine Wunden, bis sie das Bewusstsein verlieren. Okay. Erfordert Strategie und Effizienz. Verzeiht jedoch einige Fehler im Kampf. Die Kampf-KI der Gefährten ist standardmäßig aktiviert. Okay. Mal gucken. Heskey kennt doch keine guten Spieler. Ah! For over 400 years. Schrei mich nicht an, Spiel. What? Ich liebe es ja. Ich liebe sowas. Was ist? Weißt du? Ich mache hier alle Soundeinstellungen, so, ne? Musik ist so, ja, ungefähr daran angelehnt, aber dann. Danke. Okay, Hannes, warum hast du es abgebrochen? The armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Ja, und Shippy antwortet mir immer noch nicht auf meine Frage. Oder ich habe sie jetzt überlesen. Even the Archons, women and men of immense power, Ich glaube, Shippy hört meine Frage nicht mal. forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world. And two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored. And the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Narat, spymaster and archon of secrets,
guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Graven Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? War klar, dass es immer nur an einem liegt. Hallo. So, und jetzt ist das Spiel ultra leise, ne? Ey, ja, noch größer ging die nicht, oder? Ja, das hier. Nordreich wurde geboren, wurde es genießen Männer den gleichen Schutz unter den Gesetzen des Oberherrn Kyros. In den Südlanden der Stufen dürfen nur Männer Schiffe besitzen oder Kapitäne sein. Aber nur Frauen dürfen Land besitzen. Männer dürfen pachten, aber das dauerhafte Eigentum des Landes in den Stufen wird immer an die älteste Tochter oder die Schwester weitervererbt. Die meisten Söhne beginnen mit etwa 15 Jahren im Beruf ihres Vaters zu arbeiten. Wer keinen Beruf und keine Väter besitzt, der kann in den Dienst eines der mächtigen Archonten des Oberherrn eintreten. Verbrecher, Obdachlose und andere werden oft in den Armeen der Archonten eingezogen. Wenn ein Kind keinen eigenen Weg finden kann, in der Schlacht findet es ihn. Okay. Alles klar. Das Problem ist, ne, du wirst dir höchstwahrscheinlich irgendwann noch eine Festplatte holen müssen, weil ich kann dir höchstens eine 500 GB Festplatte mit anbieten. Ja, auch mal so, das erste Gesicht, was ihr habt, sieht irgendwie mal am besten aus und danach, Was ist jetzt die Frisur? Ah, geht es hier auch noch weit? Nee. Vollbart, einen richtigen Vollbart. Ich nehme den. Was? Ihr versteht den auch, oder? Nee, Shibi, ich rede von deinem zukünftigen PC. Es ist, ja, bleib einfach so. Porträt, X mitten durch. Nehmen wir das. Es passt am. Passt ja relativ bis auf weitem die Frisur. Geschichte. Grubenkämpfer, Jäger, Gildenlehrling, Adelsspross, Soldat, Gesetzbrecher, Kriegsmagier, Diplomat. Ach du Scheiße.
Stärke? Jäger? Was könnte gehen, Lehrling? Aha. Okay. Alles Sportsoldat. Da deine Eltern den also Soldat sprich mich am ehesten immer an. Da deine Eltern den Jahreszehnt nicht mit Getreide begleichen konnten, boten sie dem Oberherrn stattdessen dich an. Schon als Kind hast du deine ersten Schlachten gesehen. Du hast früh gelernt zu kämpfen, beim Anblick von Blut und Gedärmen ruhig zu bleiben und dich auf deine Kameraden zu verlassen. Man erkannte, dass du klüger warst als ein einfacher Durchschnittssoldat und bereitete dich auf eine Offizierslaufbahn vor. Zu deiner Ausbildung zählten auch das Schreiben und Rechnen. Als Gerüchte aufkamen, dass es Krieg geben würde, schien die Rekrutierung in die Legionen der Geschmähten genau das Richtige für jemanden mit deinen Fähigkeiten zu sein. Der Archont der Gerechtigkeit sagte jedoch gerne, dass gutes Eisen nicht für Schwerter verwendet wird. Ein guter Verstand nicht für Soldaten. Tunon erforderte dich für sich und sein Gericht der Schicksalsbinder, wo deine Kampffähigkeiten dazu eingesetzt wurden, Kyros Gesetze durchzusetzen. So gibt es keine Honda-Mechaniker. Ja. Nee. Manti. Schwert und Schild, Großschwert, Kurzbogen, Schockzauber, Lebenskraftzauber, Wurfspeer, zwei Waffen, unbewaffneter Kampf, Frostzauber, Atom. Dann eher zwei Großschwerter, ne? Weil ich mag mal zwei Hand. Der Wurfspeer. Wurf versuchen größeren Schaden als Bögen, können jedoch nicht aus großer Entfernung eingesetzt werden. Außerdem haben sie den Vorteil, dass du je nach Entfernung zum Gegner zwischen Fern- und Nahkampfangriff wechseln kannst. Oder zwei Großschwert. Wurfspeer. Das ist immer auch cool. Ja, ich gehe auf Großschwert. Wenn du eine Zweihandwaffe führst, legt dein Fokus mehr auf Kraft als auf Schnelligkeit. Dieser Angriffsstil ist verlangsamt, doch der von dir verursacht Schaden überwindet auf die Rüstung deiner Feinde. Was habe ich hier? Erdschuss, Lähmen. Zerrütten. Führe einen mächtigen Überkopfangriff aus, der der Rüstungsziel verringert. Ein großflächiger Kegelangriff, der mehrere Feinde in der Nähe trifft. Ich nehme den Rundumschlag. Tunon besteht darauf, dass all seine Agenten vielseitig ausgebildet sind. Weshalb du einen sekundären Kampfstil geschult wurdest. Schicksalbinder werden oft unter gefährlichen Umständen eingesetzt, um die Fähigkeit auf unerwartete Veränderungen wie plötzliche Gewalt oder rechtliche Probleme zu reagieren, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Dann nehme ich Wurfspeer noch als zweites mit. Dann nehme ich den Herzschuss. Ziele mit leichter Verzögerung, um dich darauf zu konzentrieren, das Herz das Ziel zu treffen. Du erhältst einen Genauigkeitsbonus für diesen Angriff und lässt das Ziel bluten zurück. Charakterfarben. Ja, hallo. Das ist nicht schwer. Ein Banner kann ich auch noch machen. Ich hab ein Schwert. Ich brauche zwei Schwerter auf dem Wappen zu haben, ist unvorteilhaft. Ich nehme den Helm. Okay. Name. Hiske, die lila Gefahr. Nehmt euch in Acht. Weiter. Stärke bestimmt die körperliche Kraft eines Charakters. Je höher die Stärke, desto stärker der Angriff und Fähigkeiten. Und desto höher die Ausdauerverteidigung. Gewandtheit beschreibt die körperliche und mentale Präzision eines Charakters. Gewandtheit die zur Besprechung, genau. Die zur Berechnung der Genauigkeit von Angriffen und Zaubern und erhöht die Chance, dass die Rüstung, die du trägst, Treffer abschwächt. Zum Beispiel kritische Treffer zu Treffern oder Treffer zu leichten Treffern. Es gibt kritische, normale und leichte Treffer, alles klar.
Schnelligkeit bestimmt, wie oft ein Charakter im Kampf seine Fähigkeiten und Zauber einsetzen kann, indem sie die Abklingzeiten reduziert. Vitalität bestimmt die körperliche Gesundheit eines Charakters und die Stärke seiner Persönlichkeit. Außerdem erhöht die Wille-Verteidigung. Verstand beschreibt den mentalen Scharfsinn eines Charakters, seine Fähigkeiten, die Umgebung zu beachten und Schlüsse daraus zu ziehen. Verstand dient dazu, die Zauberstärke und die Magieverteidigung zu erhöhen. Und Entschlossenheit bestimmt die Fähigkeit eines Charakters, körperliche und mentale Herausforderungen zu bewältigen. Entschlossenheit dient als primäre Basis für die Ausdauer, Wille und Magieverteidigung. Außerdem erhöht sie die Ausdauer von Beeinträchtigungen, die durch den Charakter verursacht werden. Diese Attribute wegen deiner Ausbildung zum Großschwert. Es wird zu mir empfohlen. Ach so, ah. Ausbildung Großschwert und Wurfspeer. Dringend empfohlen. Oh, cool. Machen wir 4 Punkte rein. Hier 2 und da 2. Skills. Ja, Einhandwaffen, Zweihandwaffen. Und ein großes Problem einfach, dass jetzt, ne, Wurfschwert die Nummer einhändig ist. Ah. Schwierig. Ja, weil, ne, ich werde die Schwere einfach nur finden, erstmal für nicht so viel Fernkampf haben. Verteidigt gegen Nahkampfangriffe und Zauber. Führungsgering wird der Schaden von feindlichen Angriffen zunehmend reduziert und es sind sogar Fehlschläge möglich. Stimmt die Fähigkeit eines Charakters, sich durch unwegsames Gelände zu bewegen, sowie im Kampf komplizierte Bewegungen auszuführen? In Gesprächen bestimmt die Athletik außerdem deine Fähigkeit, jemanden zu einzuschüchtern oder körperlich zu überwältigen. Ja, bitte. Stimmt die Wirksamkeit von Angriffen mit großen Waffen, die mit beiden Händen geführt werden. Großschwerter, Kriegshammer und Äxte. Ui. Je höher der Skillwert, desto präziser die Angriffe, dadurch erhöht sich die Chance auf kritische Treffer. Ja. Wenn du Eroberung, Option Eroberung willst, kannst du Kyros Eroberung der Stufen spielen und dabei bestimmen, wie dein Charakter an der Invasion beteiligt war. Du hast am meisten Einfluss auf die Ausgangssituation im Spiel und darauf, wie andere Gruppierungen auf den Charakter reagieren. Nö, machen wir Eroberung. All the world has fallen to Kairos. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kairos's reign. Two armies. The Disfavored and the Scarlet Chorus march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. Ja, 20 Minuten an der Charakterstellung verbraucht. Yay. In the early days of 428, Kairos's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors. Until it's too late. Aha, okay. Bei der Eroberung entscheidest du, wie dein Charakter sich während Kyros Invasion der Stufen verhält. Das habe ich ja vorgelesen gehabt, ne? In Entscheidung haben Folgen. Wähle weise. Bastardstadt. Die Bastardstadt befindet sich an der Nordgrenze zwischen Kyrosreich und den Stufen. Erbaut an einem natürlichen Hafen an der Kreuzung zwischen den Reichen, war die Stadt ein Knotenpunkt des Handels. Für die Stufen war sie das Zentrum allen Reichtums. Für die Nordländer war sie kaum mehr als ein entlegener kleiner Handelsposten. Ihr symbolischer Status als Tor zum Kontinent macht sie zu einem naheliegenden ersten Ziel von Kyros. Militärische Eroberung. Die Umstände waren ideal, um deinen Wert als Soldat in Kyros Armee zu beweisen. Diese Stadt zu erobern, würde eine Botschaft an den Rest der Stufen senden. Kyros Wille ist unbezwingbar.
Stufen infiltrieren. So, okay. Tor des Urteils. Nee, ich nehme mal für das. Na, sei das geschmäht in die Schlacht ziehen. Okay. Die Armeen von Kyros trugen die Schlacht zu den Toren des Urteils, ließen den Eröffnungsruf der Eroberung der Stufen erschallen. Die zwei Armeen, die Geschmähten und der Scharlachrote Chor, brachten jeweils ihre eigene Form der Ordnung und das Chaos in den Angriff ein. Du zogst mit der Armee in die Schlacht, deren Ansatz am besten zu, zu deiner Stärke passt. Steht ein Schild mit Kyros Eisen gepanzert und Edith stehst du. Rückst du gegen die Söldnerarmee vor, welche sich die Adligen der Bastardstadt gekauft hatten. Legion wollte die Stufen einer Botschaft senden, da es überlegene Herkunft und disziplinierte Ausbildung immer siegen würde, oder? Du eilst mit der chaotischen Masse des scharlachroten Chors in die Schlacht, flankierst die Armee der Bastardstadt und schlugst in die Flucht. Ja, warum nicht? Die Söldnerarmee war nicht auf die manische Hektik und das Chaos des scharlachroten Chors vorbereitet. Ihre Truppen überwältigen die verteidigten Stufen in wenigen Stunden. Sie hackten und brandschatzten sich einen Weg in den Kontinent hinein. Die wenigen Söldner, welche die Schlacht überlebten, wurden in den scharlachroten Chor aufgenommen, von gnadenlosen Folterknechten verhört oder als Opfer in tödlichen Wettkämpfen missbraucht, während die Armee unerbittlich weitermarschierte. Also das wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich normalerweise jetzt Alt+F4 drücken würde und das Spiel deinstallieren würde. Und ich bin noch so kurz davor. Weil das ganz große Problem ist bei vielen Spielen, also bei einigen Spielen, die brauchen eine längere Zeit, damit man ins Spiel erstmal reinkommt und dann zu erfahren, wie das Spiel wirklich ist. Mag ja gut sein, das ist früher halt so. Du hattest nun mal das Spiel, dann musstest du dich halt durchquälen. Oder du hast seitdem dann, ja, Arschkarte mit dem Spiel gehabt. Aber heutzutage ist es mehr so, dass du halt eben, ne, du hast die Chance, ein Spiel zu haben, zu testen und auch teilweise wieder zurückzugeben, wenn man es seitdem nicht zu sehr ausnutzt. Oh, und jetzt ist es gerade so. Ich will wenigstens Gameplay noch sehen. Massen ernähren oder über den Feind urteilen? Über den Feind urteilen. Die Soldaten der Stufen fielen zu Hunderten und Kyros Armee Armeen konnten sich nicht einigen, was sie mit den wenigen Überlebenden tun sollen. Denn die sie in ihr Lager zurückschleppten. Die Kommandanten wandten sich an dich, auf dass du Kraft deiner Autorität entschiedest, was du mit den Gefangenen geschehen soll. Es gab nur genügend Gefangene, um den Plan einer Es gab nur genügend Gefangene, um den Plan einer der beiden Armeen umzusetzen. Geschmähten brauchen Sklaven, um ihr Material zu schleppen. Gab es den Gefangenen die Chance, in Kyros Armee zu dienen oder zu sterben? Der scharlachrote Korps braucht Männer, um die Fort zu verstärken, und eure ehemaligen Feinde waren dafür bestens geeignet. Ja, nehme ich das. Du gabst kooperativen Ex-Soldaten schlechte Waffen und warfst sie in die Vorhaut des nächsten Angriffs des scharlachroten Chors. Wer das überlebte, der durfte sich gerne Waffen und Rüstung der Gefallenen nehmen und versuchen, in Kyros Militär zu überleben. Nach ihrem ersten Sieg belohntest du die neuen Rekruten mit der Gelegenheit, ihre verwundeten oder zögerlichen Landsleute hinzurichten. Ich glaube, eine Bastardstadt. Kyros Armee versammelten sich vor der Bastardstadt. Die erste Bastion der Stufen, die in der Eroberung fiel. Beide Armeen drängten darauf, den Außenposten zu stürmen. Der scharlachrote Chor heulte nach Beute. Die Geschmähten bildeten einen undurchdringlichen Schildwall, denn die Stärke auf dem Schlachtfeld hatten sie so weit getragen. Doch bis zum endgültigen Sieg galt es noch, einen letzten Schritt zu unternehmen. Beide Armeen hatten Pläne ausgeheckt, wie sie die Bastardstadt erobern wollten. Welchen Plan hast du unterstützt? Auch teilweise die Texte sind echt schwer zu lesen. Nichts Whisky zum Spielen, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach jetzt ganz für den scharlachroten Fähigkeiten. Ring der Hand. Aber hier?
Last des Krieges. Eigenburg pro Begegnung selbst. Minus 50% für 12 Sekunden. Für alle 3 Sekunden. Hier haben wir. Schaffe eine Wolke aus verdunkelten Schatten und Staub. Trotz der. Hier, während ein kurzer Drehen ist, sehr schnell Gesundheit. Den Schaden ist jedoch deutlich reduziert. Würde ja das nehmen. Mit heroischem Mut und legendären Entschlossenheit zertrümmern die Geschmähten die Tore der Wasserstadt. Diejenigen, die unter dem unablässigen Hagel aus Pfeilen oder den Regen aus siedenden Pech fielen, verließen das Schlachtfeld vorübergehend, erschienen aber wenige Stunden später schon wieder, da der Schutz des Archonten Craven Ash ihre Wunden schnell wieder heilte. Mit der Zeit gaben die Tore nach und Kyros Truppen strömten unter den lauten Jubelschrei die Stadt. Also ganz ehrlich, wenn jetzt nicht gleich Gameplay kommt, höre ich auf. Ethian Kreuzzug oder Apex? Will ich nur einen Kreuzzug. Ich denke mal, dass man hier erstmal durchgehen muss, um halt dem erstmal zu entscheiden, wie der Charakter ist. Und von daher, wie spaßig da durchgekämpft, ich mach das nicht.